Ja, liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen in meiner Heimatstadt. Kathi hat ja schon das schöne Schweinfurt vorgestellt und sie hat zu Recht gesagt, wir haben hier noch Luft nach oben. Ich wünsche mir, dass ihr wiederkommt und dann ein roter OB da ist und hier so gestaltet, wie es ihr vor Ort auch immer tut. Es ist auch schön, einen Parteitag zu haben. Ich will auch allen danken, die hier helfen. Das machen wir bei jedem Parteitag so. Und ich freue mich schon auf das Familienfest, auch wenn es jetzt vielleicht strategischer Fehler ist, schon von Fest zu reden, wenn wir noch Arbeit vor uns haben. Vielen Dank. Wir haben uns aufgemacht, um geschlossen einen neuen Aufbruch zu machen. Und ich sage euch, liebe Genossinnen und Genossen, ich war jetzt erstmal ein bisschen nachdenklich. Auch wenn man aus dem Präsidium heraus als stellvertretende Landesvorsitzende kandidiert, ist es eine neue Form der Verantwortung. Und dann denkt man erstmal drüber nach, was einen geprägt hat. Ich sehe hier unseren Ehrenvorsitzenden, Walter Kolbo. Und ich kann mich noch gut an unsere ersten Begegnungen erinnern. Du, Staatssekretär, Chef der Unterfranken-SPD und ich ganz frisch bei den Jusos. Und dein Spruch war immer die Kraft des Arguments. Das war nie irgendwie, wir schieben das, wir machen das, sondern wir müssen uns argumentativ durchsetzen. Der Frank Fürsching ist da, gemeinsam machen wir das Bündnis Schweinfurt ist bunt und wir hatten eine sehr tolle Veranstaltung zur Religionsfreiheit. Und da hat der Dekan Bruckmann auch einen sehr großen Satz gesagt, ein Plädoyer für den Konflikt. Nicht um den Konflikt willen, sondern um eine harte Auseinandersetzung in der Sache. Und das können wir, weil unsere Kräfte riesig sind, Walter. Da gebe ich dir absolut recht. Geprägt über all die Jahre haben mich aber auch alle Mitglieder von Orts- und Kreisvorständen. Ich bin ja manchmal angekommen und hatte eine verrückte neue Idee. Und ihr hattet den Mut, mit mir den Weg zu gehen. Manches haben wir einfach neu aufgelegt, in geänderter Form. Ich gestehe, manches ist auch nicht immer gelungen. Aber nie so einen Closed Job zu machen, nie zu sagen, das haben wir schon mal versucht, sondern immer mutig voranzugehen auf die Bevölkerung zu, das sind wir, das stärkt uns. Und liebe Johanna, du bist jetzt Jusos-Chefin, ich war ein bisschen in Bayern, die Zeit hat mich auch extrem geprägt. Und es ist mir eine Freude, sozusagen als alte Frau den Jusos Unterfranken zu danken. Ja, ich bin schon deutlich älter, die Biokippe ist hinter mir, aber was die Jusos Unterfranken in Brixenstadt letzte Woche gerissen haben, ist super. Wir haben uns immer gegen Rassismus aufgelehnt und werden es immer tun, egal wie er sich benennt und zusammenformiert. Und lieber Michael, ihr seid leider auch auf Facebook und diversen anderen Formen angegriffen worden. Und für alle anderen, die angegriffen werden, wir stehen hinter euch, gemeinsam gegen rechts, kein Fußbreit. Und dann will ich auch ehrlich sagen, in anderen Parteien gibt es auch tolle Menschen. Manchmal muss man sich auf Augenhöhe begegnen. Und ihr wisst es selber, in manchen Parteien wird man schneller fündig, in manchen sucht man und findet wenige. Aber auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren, finde ich auch ganz wichtig. Was mir wichtig ist, ist auch die persönliche Bilanz, die man so nach langen Jahren im Landesvorstand und im Präsidium hatte. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Gemeinsam, einstimmig, haben wir Christian Ude nominiert. Das war ein Fehler, weil der Wahlkampf schlicht zu lang war. Daraus müssen wir lernen. Wir haben viel organisatorisch verändert. Florian, von dir 2009 begonnen, was in den Geschäftsstellen und Finanzreformen, was da alles anstand, aber auch unser Antragswesen. Wir haben noch einen Antrag drinnen, wir sind digital. Ganz ehrlich, wenn ich mir das auch angucke, wie andere Landesverbände oder im Bundes-SPD das gemacht wird, wir sind so eine herrlich bunte Mischung. Alle Erfahrungen nehmen wir mit und deshalb, denke ich, haben wir auch immer sehr gute Beschlüsse. Und heute ist schon viel gefallen über das Wort Solidarität. Der große Grundwert, damit wir das schaffen. Zeit für Gerechtigkeit. Ich glaube, wir müssen ihn schon auch nochmal wieder neu leben. Wir sind Weggefährten. Hand in Hand singen wir auch in einigen Liedern. Aber Solidarität bedeutet, wir sind Menschen, die in Beziehung zueinander stehen. Solidarität ist auch Verpflichtung. Und wir sind kein Charity-Verein, der irgendwie Sekt ausschenkt und vom Balkon die Armut anguckt, sondern wir ändern das.
Warum ich so an die Kraft der SPD glaube, Natascha, du hast mir unabgesprochen den Part schon vorweggenommen, aber es stimmt. Für mich ist die SPD eine Partei des Optimismus. Wir haben große Veränderungen vor uns und wir haben uns nie abschrecken lassen. Ich gucke jetzt unsere Gewerkschaftler an, lieber Matthias, lieber Jürgen, wir diskutieren so viel darüber, wie Arbeit 4.0 aussieht. Die anderen drei Schritte haben wir doch längst begleitet. Wir haben die Erfahrung darin. Wir hatten manchmal Abwehrkämpfe, da habe ich keinen Bock drauf, aber sie zu gestalten, das können wir. Und Natascha, du hast es absolut richtig gesagt. Wir haben Lösungen, wir werden die zuspitzen und die anderen arbeiten mit Ängsten. Und das lassen wir nicht zu. Und bei unseren Lösungen, ich erzähle euch nichts Neues. Ich will immer noch die Vermögensteuer. Klar, sie ist richtig. Immer noch die Kehrtwende bei der Rente und dieser blöde Equal Pay Day. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Lasst uns Silvester gemeinsam feiern und endlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und ich glaube, da müssen wir in vielen Bereichen noch ein bisschen Zuspitzung machen. Und wer mich kennt, Florian hat ja quasi gerade unser Geheimnis preisgegeben, dass ich eine Freundin der klaren Ansprache bin. Spitzen wir es zu, packen wir es an, gewinnen wir die Wahlen.